ist das schön draußen. So eine sternenklare Nacht. Hm, vielleicht sollte ich raus in den Garten gehen, um mir mal die Sterne anzuschauen. Oh, toll. Oh, hallo, ihr seid ja schon da. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Kennt das ja. Ihr fragt, wir antworten. Und die Frage diese Woche kommt von Veit aus Breiholz in Schleswig-Holstein. Und Veit hat eine sehr spannende Frage gestellt. Wenn man mit der Taschenlampe in den Himmel leuchtet, kommt dann das Licht bei den Sternen an? Hey Veit, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Vielen Dank für diese tolle Frage. Aber bevor wir deiner Frage auf den Grund gehen, schaue ich erst mal, wo unser großer blauer Kumpel gerade so steckt. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Im Garten. Hallo Ole. Hola Bastinho, was führt dich hier draußen in den Garten? Du, ich wollte draußen die Gartenzwerge bei einem geheimen Tanz beobachten. Aha, spannend. Moment, was? Ach Quatsch, ich wollte zu dir und einfach mal gemeinsam mit dir den Sternenhimmel bewundern. Na. Aber sag mal, warum wedelst du mit deiner Taschenlampe rum? Na, ich versuche Kontakt zu Ella aufzunehmen. Sie wohnt doch ziemlich weit weg und ich dachte, ich könnte es mit Lichtsignalen versuchen. Das klingt auf jeden Fall nach einer abenteuerlichen Idee, aber warum nutzt ihr nicht einfach das Telefon oder so? Na, cringe. Und du machst wohl noch Boomer. Hey. Ella und ich sind jung und modern und wir wollten einfach mal eine komplett eigene Art des Gesprächs entwickeln. Aber irgendwie funktioniert das nicht so wie geplant, komisch. Aha, verstehe. Aber beschreib doch mal, wie genau machst du das denn? Ja, nun, dafür habe ich meine super-duper Taschenlampe und damit sende ich Lichtsignale in den Himmel. Ella sieht das dann und schickt mir eine Nachricht zurück. Absolut, das klingt echt nach einer coolen Idee, aber Ella wohnt schon ziemlich weit weg. Kommen die Lichtsignale da überhaupt an? Naja, das ist es ja. Aber ich dachte, vielleicht klappt es trotzdem. Ist schon doof, wenn wir uns so lange nicht sehen. Sitzt ihr in der Schule nicht den ganzen Tag nebeneinander? Ja, von morgens bis mittags, aber nicht von mittags bis nachts. Okay, aber vielleicht solltet ihr das trotzdem auf eine andere Weise probieren. Wie wär's mit einem Videoanruf oder so? Das haben wir auch schon versucht, aber es ist einfach nicht dasselbe. Die Lichtsignale haben so eine persönliche Note, verstehst du? Ja, sicher. Ich finde eure Idee schon knorke, aber vielleicht solltet ihr euch trotzdem was Neues überlegen, das nicht nur funktioniert, sondern auch genauso magisch ist wie eure Lichtsignale. Ja, das wäre großartig. Aber bis dahin werde ich wohl weiter mit meiner Taschenlampe Nachrichten senden und hoffen, dass sie sie sieht. Ich frage mich gerade, wie weit man Lichtsignale wohl schicken kann. Das ist echt eine gute Frage, Ole. Ja, ich hoffe, sie erreichen zumindest Ella. Aber denkst du, wir könnten damit bis zum Horizont gelangen? Boah, das wäre echt mal eine interessante Experimentieridee. Oder überleg mal, vielleicht können wir es mal ausprobieren und schauen, wie weit diese Lichtsignale kommen. Aber mal im Ernst, was glaubst du denn, wie weit man so eine Taschenlampe sehen kann? Ja, das frage ich mich doch auch. Aber stell dir vor, Basti, was wäre, wenn man die Taschenlampe sogar vom Mond aus sehen könnte. Hallo, boah, Mond. Das wäre echt der Hammer. Vielleicht sollten wir das in nächster Zeit echt in Betracht ziehen. Aber wie können wir das testen? Na, vielleicht könnten wir einfach mal die Lichtsignale zum Mond schicken und sehen, ob die Aliens dort drauf reagieren. Was meinst du? Das wäre schon eine tolle Idee. Aber ich vermute, auf dem Mond wohnt niemand, der uns antworten könnte. Meinst du? Dabei hast du mir doch früher immer aus diesem Buch vorgelesen. Welches Buch meinst du denn? Na, das, in dem die beiden Kinder mit dem Maikäfer, also sein Beinchen und so, zurückholen. Wie ach das noch? So. Ja, ich weiß. Peterchens Mondfahrt. Nee, der Maikäfer hieß irgendwie anders. Ja, das war Herr Sumsemann. Hä? Und warum heißt das dann Peterchens Mondfahrt? Ja, weil eins der Kinder Peter heißt. Ja, und das andere? Anneliese. Und warum heißt das dann nicht Anneliese und Peterchens Mondfahrt? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt mal wieder auf deine Taschenlampe konzentrieren. Ja, gute Idee, dass du auch immer so abschweifen musst. Das wäre ich? Ey. Also, was tun wir jetzt, Ole? Vielleicht könnten wir mal recherchieren oder jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Hey, Ole, das ist echt eine tolle Idee. Stell dir mal vor, es gäbe einen Podcast, der genau das macht. Ein Kind stellt eine Frage und ein Team aus verschiedenen Experten und Gästen klärt diese Frage dann für Kinder auf. Doch, was für eine Idee, wenn das mal nicht preisverdächtig klingt. Finde ich auch. Ne? Und Ole, soll ich dir was sagen? Was denn? Wir könnten das jetzt ja mal spielen. Hä? Und wie soll das gehen? Ja, schau mal hier. Oh. Guck mal, ich habe hier einen Zettel mit einer Kinderfrage von Veit. Na sowas? Oha. Und Veit möchte genau wie du wissen, wenn man mit der Taschenlampe in den Himmel leuchtet, kommt dann das Licht bei den Sternen an? Oh, was für eine tolle Frage. Könnte von mir kommen. Ach. Das finde ich auch, Kumpel. Ja, und was machen wir jetzt damit? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir beiden hier jetzt genauer hinschauen und der Frage von Veit auf den Grund gehen. Oh ja. Also, Ole? Kleine Taschenlampe brennen, schreib Ole, ich lieb dich in den Himmel. So, Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Taschenlampen alles im schlauen Notizbuch finden. Ich schalte an, ich schalte aus. Die erste Taschenlampe wurde 1899 von dem britischen Erfinder David Missel entwickelt. Missel? Wie, ich vermissel dich? Oder Misselzweig? Ja, knapp, Ole. Die amerikanische Eveready Battery Company war eines der ersten Unternehmen, das Taschenlampen kommerziell herstellte und verkaufte. In den frühen 1900er Jahren brachte Eveready seine ersten Taschenlampen auf den Markt und trug so zur Verbreitung dieses praktischen Beleuchtungsmittels bei. Hast du die noch? Wieso sollte ich die? Ja, verstehe schon. Sehr, sehr lustig, Ole. Frühe Taschenlampen verwendeten übrigens Glühlampen als Lichtquelle. Heute gibt es ja zum Beispiel LED und das führt dazu, dass Taschenlampen heute viel heller und effizienter sind. Ja, vielleicht geht dir dann auch endlich mal ein Licht auf. Ja. Taschenlampen haben übrigens auch den Weg ins Weltall gefunden. Astronauten verwenden spezielle Taschenlampen im Weltraum, die für den Einsatz in der Schwerelosigkeit und den extremen Bedingungen des Weltraums ausgelegt sind. Oh, klasse. Weltall wäre auch was für dich. Da wiegst du nix. Ganz schön frech, Kollege. So, Ole, jetzt wissen wir ja schon ein wenig mehr, aber für Veits Frage wird das nicht reichen. Ja, wir sind noch nicht erleuchtet. Nein, aber ich habe eine Idee, wer uns das Licht wieder anknipst. Oh, muss ein sehr helles Köpfchen sein. Absolut. Mit Bernhard Hohecker haben wir wohl einen der bekanntesten Ratefüchse in Deutschland. Bernhard ist Schauspieler, Komiker und Moderator und dort in einer Vielzahl verschiedenen Produktionen zu sehen. Und daneben war Bernhard auch jahrelang festes Mitglied in der Comedy-Rateshow Genial daneben und seit mittlerweile weit über 1000 Folgen Teamkapitän in der Rateshow. Wer weiß denn sowas? Wow. Wow, das sind ja noch mehr Fragen als bei uns. Genial. Absolut. Und ich wette, Bernhard kann uns auch bei dieser Frage weiterhelfen. Bernhard, wir kommen. Zack, zack. Hallo Bernhard, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Ja, hallo, ich grüße ganz herzlich zurück. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ach, ich glaube ganz bestimmt. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Kinderfrage für uns mitgebracht. Und zwar hat Veit uns gefragt, wenn Veit mit seiner Taschenlampe in den Himmel leuchtet, kommt dann wohl das Licht bei den Sternen an? Und ich finde diese Frage total spannend. Bernhard, was glaubst du, wie weit kommt das Licht? Kommt das bei den Sternen, bei den Planeten wohl an? Das ist ja lustig. Das ist eine super Frage. Ich habe das interessanterweise schon versucht. Ich habe als Kind selber versucht, den Mond anzustrahlen mit einer sehr, sehr großen Taschenlampe. Habe aber nicht gemerkt, ob es ankommt. Also, zuerst einmal, was ist denn Licht? Licht sind kleine Lichtteile, die von der Taschenlampe, also denn in der Birne, die in der Lampe drin ist, entstehen kleine Lichtteile, Lichtteilchen, Photonen, und die fliegen vorne aus der Lampe raus. Das heißt, man muss erstmal mit der Taschenlampe ziemlich genau auf einen Stern drauf zeigen, wenn man den treffen will. So, jetzt fliegen diese Lichtteile. Wir stellen uns das mal so vor, aus der Taschenlampe kommen ganz, ganz viele Tischtennisbälle raus. Die können ruhig groß sein, egal. Wir stellen uns das jetzt so vor. Wir haben eine riesige Tischtenniskanone. Die stellen wir jetzt hin. Die Tischtenniskanone richten wir jetzt aus auf Beta Centauri. Und dann drücken wir auf den Startknopf, das heißt, wir machen das Licht an. In dem Moment schießen aus der Tischtenniskanone unfassbar viele Tischtennisbälle raus
über den Himmel hinweg ins Weltall. Und die fliegen jetzt immer weiter geradeaus. Und die fliegen genau auf den Stern zu. Was die machen, die fliegen jetzt nicht alle schön brav parallel nebeneinander her, sondern die breiten sich langsam nach rechts und links aus. Wie so ein Trichter. Das heißt, in der Mitte sind welche, die genau auf den Stern zufliegen. Es werden aber immer weniger. Und irgendwann, nach, ich glaube, sehr, sehr viel, nach sehr, 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 sehr langer Zeit, treffen nur noch ganz, ganz wenige Einzelne genau auf diesen Stern. Damit wir die jetzt sehen können, muss am besten nicht auf dem Stern, sondern auf einem Planeten davor, weil dann ist es nicht so heiß. Ja. Steht jetzt jemand und muss diesen einen Tennisball fangen. Das heißt, selbst wenn dieser Tischtennisball, selbst wenn dieser eine Tischtennisball von den vielen, vielen Millionen Milliarden, die sich ganz weit ausgebreitet haben, genau auf die Person zufliegt, die dieses Licht von der Taschenlampe sehen will, muss die im richtigen Moment mit der Hand zuschnappen und den Tischtennisball fangen. Das heißt, bei den Photonen von der Taschenlampe, die sich immer weiter ausbreiten, muss in dem Moment, wo dieses Photon von der Taschenlampe auf dem Planeten ankommt, jemand sein Auge aufreißen und das Photon muss genau ins Auge reinfliegen und einen Nerv treffen, dass das Gehirn sagt, oh, da war doch Licht. Und deswegen, es kommt an, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man es dann noch sieht. Probiert es aus. Ja, das heißt, also rein ihr könnt das ausprobieren. Ihr geht mit der Taschenlampe ganz nah an eine Wand. Dann kommen unfassbar viele Lichtteilchen an. Ist total hell. Und wenn ihr jetzt zurückgeht, wird der Strahl immer breiter. Die Stelle, wo es ankommt, wird immer breiter und dafür auch immer dunkler. Aber es kommt immer irgendetwas genau in der Mitte an. Das heißt, ich brauche im Grunde nur Zeit und Geduld, wenn man das losschießt. Das heißt, mit ein bisschen Glück ist das Licht, was du damals als Kind hochgeschossen hast, jetzt beim Mond angekommen. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, zum Mond dauert es wahrscheinlich nur so eine Minute. Aber es gibt Planeten, die sind 60 Jahre entfernt und die werden in 20 Jahren den Lichtstrahl von meiner Taschenlampe sehen. Also das könnte bedeuten, wenn auf dem Planeten, zu dem Veit sein Licht geschickt hat, dass dort jemand sieht und dann sagt, Mensch, da leuchte ich zurück, dass Veit unter Umständen, heute ist er 5, wenn er 45 ist, eine Antwort bekommt mit einem Lichtstrahl. Also ein einzelner Tischtennisball vielleicht zurückkommt. Genau, das heißt, also er schießt den Tischtennisball dahin. Das dauert 20 Jahre, bis er bei diesem fernen Planeten ankommt. Dann schnappt sich den jemand und wirft ihn zurück. Das dauert wieder 20 Jahre und dann ist halt 45. Also wenn du 40 bist und einen Tischtennisball aus dem Weltall bekommst, ist das der, den du früher dahin geschossen hast, mit der Tischtennisballkanone. Wahnsinn. Das heißt, für alle Tischtennisbälle am besten, weil das ja wahrscheinlich viele Kinder machen, euren Namen draufschreiben, damit ihr wisst, dass euer zurückkommt. Mit Adresse. Ich glaube, wir haben gerade der Tischtennisindustrie einen großen Gefallen getan, Bernhard. Ich hoffe es. Auf jeden Fall sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine super tolle Antwort und total toll plastisch dargestellt. Jetzt habe ich auch besser eine Idee davon, was mit unserem Licht passiert, dass es sich nämlich einfach im Grunde streut, aber irgendwas kommt schon an. Ja, so ist es, genau. Ich finde es selber faszinierend. Licht, ich mag Licht. Licht ist ein tolles Ding. Das stimmt. Es ist auch viel schöner, wenn es hell ist, als wenn es dunkel ist. Gut, ich habe hier eine nachtaktive Eule sitzen, die sieht das wahrscheinlich anders, aber sonst, ich finde Licht super. Lieber Bernhard, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Das war wieder eine super tolle Antwort und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Immer weiter Fragen stellen. Neugierde ist das Beste, was man mit durch die Welt nehmen kann. Ach, was für ein tolles Wort. Ganz herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Wow, Ole, ich finde, jetzt haben wir eine ganze Menge erfahren. Oh ja, das war spannend und ich bin jetzt voll im Licht. Was für eine Erscheinung. Dann lass uns doch mal schauen, was wir beiden alles aus dem Gespräch mit Bernhard mitgenommen haben. Na, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt. Also, Licht zerstreut sich. Oh, ja, da kenne ich noch was immer zerstreut ist. Was? Wie? Wo war ich? Siehste. Hm.
Also, Licht breitet sich nicht geradlinig aus. In unserer Luft schweben auch kleine Teilchen, die die Lichtstrahlen umleiten und damit zerstreuen. So wird der Lichtstrahl immer breiter und damit auch immer schwächer. Da kenne ich noch einen, steht direkt neben mir. Ey, du freche Eule. Theoretisch würde damit auch immer ein wenig von dem Lichtstrahl aber trotzdem übrig bleiben, der die Sterne und den Mond treffen könnte, wenn du nur gut genug zielst. Ja, das klingt, als ob jetzt gleich ein Aber kommt. Aber? Sag ich doch. Aber eine Sache gibt es, die leider nicht zulässt, dass das Licht einer normalen Taschenlampe bis zu den Sternen kommt. Oh nein, Basti, sag es mir. Aber sehr gerne, mein gefiederter Freund. Jetzt geht's aber los. Los, los. Die Taschenlampe, die wir in der Hand haben, hat halt nur begrenzt viel Licht. Mhm. Und der Mond ist wirklich sehr, sehr weit weg. Viel weiter als alles, was wir uns auf der Erde vorstellen können. Ja. Selbst das Licht von den Taschenlampen, die geradewegs ins Weltall geht, wird nicht weit genug kommen, um den Mond zu erreichen. Schade. Das Licht wird halt schwächer, als es weiter reisen muss. Ja, das kenne ich. Nach jedem Flug zu Ella brauche ich immer erstmal eine Tafel Schokolade. Ja, das ist zwar was. Lassen wir das einfach. Um den Mond zu beleuchten, bräuchte man etwas viel helleres. Zum Beispiel eine ganze Sonne. Ui. Die Sonne ist sozusagen eine gigantische Taschenlampe, die so viel Licht macht, dass sie den ganzen Weg bis zum Mond und sogar bis zur Erde schafft. Wow, so eine will ich auch. Lieber Veit, ich finde, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Bernhard, Ole und ich haben dir heute weitergeholfen. Ja, was für eine Erleuchtung. Und wenn auch ihr Fragen habt und die Erleuchtung sucht von Ole, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Ja, und unsere Telefonnummer ist 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Da erreicht ihr uns unter fragen@ole-podcast.de. Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. www.ole-podcast.de. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole schaut hin. Ach, Ole? Ja, Basti? Du leuchtest ja immer noch in den Nachthimmel. Ja, die Idee mit den Lichtsignalen finde ich immer noch gut. Ja, schon, aber wir wissen doch jetzt, dass das Licht nicht bei Ella ankommt. Ja. Und trotzdem leuchtest du. Ja, aber schau doch mal hier. Ist das eine leere Milchflasche? Fast. Wieso fast? Ja, weil sie nicht mehr leer ist. Aber Moment, da ist doch nichts drin. Ja, doch. Ich habe alle Lichtsignale, die ich Ella schicken wollte, in die Flasche gepackt, die ich jetzt verschließe. Und gleich schicke ich sie über den Bach als Flaschenpost zu Ella. Wie bitte? Du willst also Licht in einer Flasche einfangen und die als Flaschenpost verschicken? Genau, ich bin so genial. Und woher weiß Ella, dass du die Lichtflasche schickst? Oh, na, das ist doch klar. Ich habe Ella gerade angerufen und habe ihr alles erzählt. Moment, mit dem Telefon? Oh, klar, wie soll ich ihr denn sonst alles erzählen? Oh Mann. Oh je, ich geb's auf. Na, kann ich jetzt endlich runter zum Bach und die Flasche auf die Reise schicken? Und falls Ella anruft, kannst du ihr sagen, dass die Flasche unterwegs ist? Also ich geh mal los. Bis später, Basti. Tschüss.